Der nächste Rüsselsheimer hat dagegen viel Power unter der Motorhaube. Der Opel Astra GTC mit 200 PS muss jetzt in den Tracktest. Wer in der Klasse der Kompakten wirklich heizen will, wird heutzutage mit schwerem Geschütz versorgt. 2 Liter Turbo und 200 PS sind kein Indiz für Übermut mehr, sondern die Norm. Egal ob das Kürzel GTI oder wie beim Opel Astra GTC heißt. Mit der jüngsten Generation hatten die Golfväter versprochen, die Mutter aller Kompaktraketen, den GTI, endlich wieder ernst zu nehmen. Tracktest erfolgt, Versprechen gehalten. Ford hatte mit dem Focus RS bereits in der letzten Generation Maßstäbe gesetzt. Kann ihn der Opel vom Thron stoßen? Ja, so sieht ein Opel heutzutage aus. Es haftet ihm so gar nichts Popeliges mehr an. Der entscheidende Schritt war der aktuelle Astra. Dessen dreitürige Version ist nun nicht mehr der Billigbruder des Fünftürers, sondern fast schon ein Coupé. Die GTC-Schminke ist gekonnt, weil dezent aufgetragen. Im Innenraum des GTC gibt es außer viel Astra, etwas Alu, reichlich Tacho, zwecks Trittsicherheit, reichlich benoppte Pedale und rundum passende Sportsitze. Eher unspannend der Sound im Astra GTC. Mehr Dröhnung als sonore Tönung. Ein Turbo zwingt aus dem 2-Liter Vierzylinder 200 PS und 262 Newtonmeter maximales Drehmoment. Bei der Beschleunigung ließ der Opel mit 7,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h der Konkurrenz galant einen leichten Vortritt. Ist es den Bremsen erst einmal richtig warm um die Backen, so ist der Astra GTC der Konkurrenz um eine Nasenlänge voraus. Er verzögerte von 100 km/h auf 0 nach nur 37,1 Metern. Fahrsicherheitszentrum Augsburg, Pylonenstrecke. Hier benahm sich der rote Renner aus Rüsselsheim beileibe nicht rabaukenhaft. Man muss ihn schon mit aller Gewalt aufschaukeln, damit er aus der Fassung gerät. Mühelos durcheilt der Astra 2.0 GTC auch mit über 70 km/h die enge Gasse des Ausweichmanövertests. Einzig die Servowirkung der Lenkung fanden wir zu üppig. Der Handlingkurs. Hier kann und muss der Opel zeigen, ob der Konkurrenz die Stunde in Form der schnellsten Runde geschlagen hat. Am Focus RS bemäkelten wir seinerzeit gar nichts, am Golf GTI dagegen die Tendenz, dass Kurven zwar gierig angegangen, aber nur zögerlich zu Ende gebracht werden. Tracktest-Urgestein Tim Schrick bestätigt, dass die dynamischen Bilder nicht von ungefähr kommen. Der Opel Astra GTC Turbo ist von den Grundzügen her, vom Fahrwerk her, wirklich sehr, sehr handlich ausgelegt. Das heißt also, erstes Mal heißt ESP off. Wenn man auf die Sporttaste gedrückt hält, dann ist das ESP wirklich aus. Und dann kann man also mit dem Auto spielen. Aber was nutzt das beste Gestell, wenn das Herz die falschen Töne anschlägt? Doch auch mit dem 2-Liter Vierzylinder Turbo war Tim Schrick zufrieden. Einem Nachteil ist er allerdings schon auf die Schliche gekommen. Der Motor ist unheimlich schön, hängt unheimlich gut am Gas, ist also wirklich gut gemacht. Das Einzige, was hier so ein bisschen auffällt, ist beim Raufbeschleunigen dieser langen Kurve, neigt das kurveninnere Vorderrad durchzudrehen, weil das Auto natürlich keine Sperre hat. Und die Dosierung des Schlupfes fällt etwas schwer. Und so kommt es, dass der Astra GTC bei der schnellsten Rundenzeit gegenüber dem Focus RS sowieso, aber auch gegenüber dem Golf GTI ins Hintertreffen gerät. Gleichwohl sind 20,33 Sekunden und Platz 49 ein respektables Ergebnis.
Auch der Preis ist heiß. Mit knapp 24.000 Euro Einstandspreis ist der schicke Renner aus Rüsselsheim ein echtes Schnäppchen.